kleinen Informationszugabe aus der Praxis. Ja, das heißt, es kann gar nicht anders sein, als dass du anrufst, ja, bei einer Sekretärin oder bei einer Zentrale und der Entscheider gerade eben nicht erreichbar ist. Ja, das ist der Normalfall. Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein. Ich bin Spezialist in der Neukundenakquise im IT-Sektor. Und heute möchte ich mal einen kleinen Tipp raushauen, einen kleinen Kaltakquise-Tipp in der Telefonakquise. Ja, nach wie vor das erfolgversprechendste Medium in der B2B-Neukundengenerierung. Ja, man glaubt es kaum, im Zeitalter der Digitalisierung, ja, zumindest was meine Branche, die IT-Branche betrifft. Ja. Für andere Branchen wage ich jetzt keine Behauptungen auszusprechen, sondern nur in der Branche natürlich als Disclaimer, in der ich tagtäglich zu tun habe und das seit Jahren. Und das ist, wenn folgendes Szenario eintritt. Hier mal dieser Tipp. Also du rufst jetzt an zum ersten Mal, möchtest einen Entscheider sprechen, kommst erstmal an die Zentrale, hast keine Informationen, gar nichts, keine Durchwahl, keine E-Mail, nichts. Und dann sagt die Dame an der Zentrale oder du kommst vielleicht sogar ins Vorzimmer, sagt, der Herr Müller-Meyer ist gerade nicht im Hause, nicht am Platz. By the way, 8 bis 9 von 10 Fällen wird dir diese Antwort begegnen. Ja, also es sind ungefähr nur 10% der Fälle, dass du gleich, dass der Entscheider überhaupt am Ort ist, wo du ihn antreffen möchtest, um zu telefonieren. Die allermeisten, sagen wir mal, 90 bis 95% des Tages eines hochkarätigen Entscheiders ist durchgebucht, ist durchgetaktet mit Meetings, mit Reisen, mit Geschäftsessen, mit was weiß ich alles. Ja? Sonst wäre er gar nicht in dieser Position. Also nur mal Disclaimer wieder zu, also kurz so als kleinen Informationszugabe aus der Praxis. Ja? Das heißt, es kann gar nicht anders sein, als dass du anrufst, ja, bei einer Sekretärin oder bei einer Zentrale und der Entscheider gerade eben nicht erreichbar ist. Ja, das ist der Normalfall, die Exzeption, die eher so der Ausnahmezustand wäre, dass er sofort erreichbar ist, rein zufällig. Manchmal ist das Glück, dass er deinen Telefonanruf entgegennimmt, weil jemand anderes erwartet hat. Und dann hast du ihn vielleicht ganz kurz an der Strippe, aber meistens machst du dann einen Reschedule, das heißt also du, weil er eben gerade im Meeting ist oder sonstiges und hat den Anruf trotzdem entgegengenommen, aus Versehen, versehentlich. Ne? Dann hattest du eben Glück, dass du kurz mit ihm sprechen durftest. Ja? Aber ansonsten ist das der Ausnahmezustand, dass du sofort durchkommst, dass du sofort, ja, kein Entscheider der Welt sitzt irgendwo rum und wartet auf irgendwelche Anrufe. Ja? Und das ist eben jetzt entscheidend, da kommt mein Kaltakquise-Tipp hier zum Zuge, dass in, sagen wir mal, 2 bis 3 Fällen von 4, ja, die Zentrale oder die Zentraldame oder die Assistenz dir anbietet, eine Nachricht aufzunehmen. Also das heißt, einen Rückruf zu vereinbaren, eine Nachricht zu hinterlassen, manchmal sogar eine E-Mail für dich, ja, also anstelle von dir, dass sie für dich die E-Mail zu dem Entscheider schickt, ja, was natürlich super ist. Ja. Warum? Weil der Entscheider die Dame kennt, ja, weil sie aus derselben Firma ist, intern, vielleicht sogar namentlich, bei der Assistenz, sogar vielleicht per Du oder was auch immer. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du eine E-Mail schickst. Ne? Das heißt, immer Ja sagen, wenn dir das von vornherein angeboten wird. Und wenn das nicht angeboten wird, was so in 2 bis 3 Fällen von 4 ist, der Fall ist, also so die Chancen sind 50-50, dann frag du, könnten Sie eine Nachricht hinterlassen? Könnten Sie für mich einen Rückruf
organisieren, etc. oder ähnliche Sachen. Ja? Weil es, sagen wir mal, wenn dieser Rückruf dann zustande kommt, ja, du, also das ist mal das, was auch viele gar nicht verstehen, ja, dass der relativ häufig doch zustande kommt, ja, dass du doch häufiger zurückgerufen wirst, als zurückge-E-Mailt. Es ist einfach so, es ist einfach Fakt. Ja, das wissen die vielsten, die meisten nicht. Also im B2B-Geschäft, in der Neukundengenerierung ist es eben so, dass wenn du jemanden E-Mailst, die Wahrscheinlichkeit wesentlich geringer ist, dass er dir per E-Mail antwortet, als wenn du jemanden anrufst, den nicht erreichst und eine Nachricht oder eine Rückrufbitte hinterlässt. Ja. Ist halt ein super statistischer, wertvoller Tipp, ja, dass du einfach grundsätzlich viel weniger Zeit, also mit E-Mailings oder irgendwelche Versendungen von Informationen verbringst, als mit Anrufen und der Installation von Rückrufen bzw. von Nachrichten hinterlassen innerhalb der Firma, in der du akquirierst. Ja? Und wenn du dann am nächsten Tag, das ist dann der zweite Punkt, wenn du am nächsten Tag dort wieder anrufst, ja, dann erinnert sich, Gesetz der Fall, das ist die gleiche Assistenz in der Regel, bei der Zentrale sind es häufig andere Personen, erinnern sich die wieder ganz, also viel leichter an deinen Namen. Das heißt, du bist kein Fremder mehr. Und bist du sozusagen schon wieder ein Stück weiter weg aus von dieser Kaltakquise-Schublade, ja, dass du ein völlig Fremder bist. Und du wirst viel leichter durchgestellt. Du kannst dich auf das Gespräch des Vortages beziehen, auf die Nachricht, auf die Rückrufbitte, auf diese ganzen Sachen, die du sozusagen vereinbart hast. Und du hast damit bereits eine Historie erzeugt. Ja? Eine Historie der Kommunikation in der Vergangenheit, die du ja beim ersten Call, beim absoluten Call, oder beim ersten Kontakt nie hast. Ja? Und ja, das war es damit mal so weit zu diesem Tipp. Das könnte man auch noch weiter ausführen. Das ist aber eine super geniale Taktik, ja, wo viele einfach nicht umsetzen. Und ganz besonders Callcenter-Agent. Callcenter-Agent haben oftmals nicht die Möglichkeit oder ihnen wird oftmals nicht nahegelegt, zu viele Rückrufe zu vereinbaren, beziehungsweise haben teilweise gar keine Rückrufnummer, wo sie angerufen oder rückgerufen werden könnten. Ja? Das heißt, wenn du jetzt ein Callcenter-Agent bist, ganz konkret, und befindest dich in so einer Situation, in so einem Arbeitsplatz, mein Tipp, wechsle das Callcenter, ja, weil wo diese Dinge möglich sind, denn wo Rückrufe und etc. möglich sind, denn das erhöht deine Erfolgschancen ungemein. So, das war's wieder zu diesem Thema. Mein Name ist Thomas Klein, Spezialist in der Neukundenakquise für die IT-Branche. Es freut mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Daumen hoch und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Thomas Klein.